Ja, der Verein ist seit 1973 Angelsportverein, steht er. Wir haben verschiedene Fischarten hier in Samsee, Karpfe, Schuppenkarpfe, Spiegelkarpfe, Graskarpfe, Schleier, Zander, Aal, Hecht, Weißfische und so weiter, alle Arten. Gut, man muss halt dementsprechend auch Fischbesatz machen, oder? Ich meine, die Angler, wenn sie rausangeln, müssen wir wieder zum Teil Fisch besetzen. Das ist halt unseren Sinn und Zweck, was wir im Verein hier haben, oder? Wie viele Mitglieder hat der Verein? Der Verein hat ca. genau 45 Mitglieder, aktiv, passiv zusammen. Wie gesagt, seit 73 steht der Verein. Wir machen Seefeste, zwei Stück im Jahr, plus Karfreitag, Fischessen. Sonst könnte man nicht existieren. Das hier muss unterhalten werden, kostet alles Geld und so weiter. Ja. Und bewirtschaftet werden kann das Haus nicht? Also nein. Die Vereinsgaststätte, weil... Nein, das ist nur auf Vereinsmitglieder in dem Sinn. Wie gesagt, wir haben kein fließendes Wasser, kein Stromhaus, nur über Aggregat. Beziehungsweise Frischwasser haben wir über Tanks. Liegt ja hier sehr schön im Naturschutzgebiet. Wasserschutzgebiet. Oder Wasser, ja, Wasserschutzgebiet heißt es, gell, ja. Und es ist von der Stadt gepachtet? Das haben wir gepachtet von der Stadt Leine. Ist die Pacht jetzt hier auch erhöht worden? Ja, das ist alles noch im Gange noch zum Teil, gell. Das ist schon anders, 100%ig entschieden. So wie ich mir es bekannt ist. Das See hat knapp 1 Hektar circa. Wie tief ist er? Die Tiefe zwischen 2 Meter und 4,5 Meter circa. Je nachdem, wie der Wasserstand sinkt oder steigt. Momentan ist er, kann man schon sagen, 1,50 Meter tiefer wie im Höchststand. Halt. Also das Wasser kann noch 1,50 Meter steigen? Ja, ohne weiteres. Bis zum den Weg da. So hoch noch? Ja, so ganz steil, ja. Da sehe ich jetzt gerade die Gänse hier hinten. Sehe sie jetzt, oder? Ja. Gut, die Junge sehe sie wahrscheinlich nicht jetzt. Die sind so abschirmt von den Eltern. Doch. Sehe sie? 4 Stück müsste das sein noch. Also ich sehe jetzt 2. Na gut, sind wahrscheinlich verdeckt jetzt, natürlich die alte. Vorne steht die alte und dahinter ist noch eine kleinere. Vermutlich sind es immer dieselbe, oder kann man? Das können wir mal hier ins Bild gucken, dann sehen Sie es. Sind jetzt seit 4 Jahren, sind die, alle Jahre kommen die wie. Vermutlich dieselbe wieder. Mhm. Dieser sind 4, letztes Jahr war es 5 Junge. Und diese da, die jetzt, die muss frisch kommen sein hier. Wo man die da sind, da kommen Karpfe. Ich glaube nicht, wie die Gans auf die Karpfen losgeht, wenn die Jungen dabei sind. Aha. Unwahrscheinlich. Das sind jetzt ganz trockene Brötchen. Wenn sie frische Brötchen nehmen, ja, die sind sofort weg. Wär sofort weg. Die schwimmen nur so gut und da haben die, da müssen sie ein bisschen arbeiten. Ja gut, die müssen warten, bis es aufgeweicht ist.